Du bist im Rätselbuch der Renaissance auf der Seite Verzeichnis aller Rätsel. Wir sind bei Allegorien, Symbolen und Metaphern. Jetzt haben wir hier eine doppelköpfige Schlange. Wer wird in Stein verwandelt und was bedeuten die griechischen Buchstaben Medusa? Wer wird in Stein verwandelt und was bedeuten die griechischen Buchstaben Medusa? Eine Schlange. Doppelköpfig. Des Rätsels Lösung anzeigen. Bei Hesiod ist Medusa nach der griechischen Mythologie eine sterbliche Gorgone. Allein der Anblick der Medusa verwandelt den Betrachter zu Stein. Diese Fabelwesen aus der Unterwelt sind geflügelte, grauenerregende Wesen mit Schlangenhaaren. Das bekannteste Gemälde, das die Medusa zeigt, ist von Caravaggio, 1573 bis 1610. Er hat es 1598 bis 99 in Öl auf Leinwand und kleidetes Holz gemalt. Es hat eine Größe von 60 mal 55 cm und kann in den Uffizien in Florenz bestaunt werden. Aber vorsichtig, nicht, dass du dich in Stein verwandelst. Ich mache mal ganz schnell weiter. Nun gibt es zwei Versionen, wie Medusa zu Tode kommt. In der älteren wird sie von Athene selbst getötet, wohingegen ihr nach der neueren Version von Perseus der Kopf abgeschlagen wurde. Der Götterbote Hermes und Athene geben Perseus die entscheidenden Tipps, wie er sich der Gorgo Medusa nähern kann, ohne in Stein verwandelt zu werden. Er braucht eine Sichel, eine Tarnkappe, geflügelte Sandalen und einen polierten Spiegel. Wenn er den verwendet, muss er Medusa während der Enthauptung nicht direkt ins Auge blicken. Als Perseus der Gorgo Medusa das Haupt abschlägt, entspringen ihrem Rumpf Chrysaor und Pegasus, die Poseidon gezeugt hat. In der griechischen Mythologie verwendet Perseus den schlangenhaarigen Kopf und befestigt ihn auf seinem Schild. Das sollte seine Feinde in Stein verwandeln. Noch heute sieht man das Haupt der Medusa über Eingängen. Es symbolisiert den Triumph der Vernunft über das Gefühl. Der italienische Bildhauer und Goldschmied Benvenuto Cellini, 1500 bis 1571 aus Florenz, hat 1545 bis 1554 eine sehr beeindruckende Bronzestatue von Perseus mit dem Haupt der Medusa angefertigt. Sie steht in der Loggia dei Lanzi in Florenz. So, hier haben wir die Bronzestatue. Dann käme schon unser nächstes Rätsel. Gucken noch ein bisschen die Bronzestatue. Hier das Schwert, da das Haupt der Medusa. Okay, ich klicke auf Ende.